Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wir haben schon so viele Verheißungen gehört. Ich hoffe, du hast sie alle gesehen und sie sind dir zum Segen. Aber es gibt noch so viele mehr. Gott hat so viele Verheißungen vorbereitet. So viele. Wir sind jetzt knapp über 100 und wir wollen auf 365 hinkommen. Aber heute habe ich wieder so eine ganz besondere Verheißung. Sprüche 10, Vers 22. Und da lesen wir: Der Segen des Herrn allein macht reich. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Sondern Gott will hiermit sagen, auf den Segen kommt es an. Du kannst dich bemühen, von morgens bis abends. Aber ohne Segen hat das wenig, eigentlich gar keinen Wert. Wir brauchen Gottes Segen. Und dann haben wir die Verheißung hier auch. Der Segen des Herrn allein macht reich. Reich in dem Fall nicht nur finanziell, was auch passt, aber auch reich an Weisheit, an Erkenntnis, an Liebe und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir für diesen Tag, dass du diese Verheißung mitnimmst, darüber nachdenkst und Gottes mächtigen Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.